Bleib hier, Elton. Es gibt nämlich was zu essen. Ach, ja. Dann bleibe ich natürlich sehr gerne. Ja, genau. Was denn? Das werden wir gleich sehen. Ich glaube, was Leckeres, denn Chefkoch, unser TV-Total-Chefkoch, Steffen Hensler, ja, hat uns was mitgebracht. Was genau, wird er uns gleich selber erzählen. Ach, jetzt muss ich wieder rüberfahren. Moment, die Küche kommt nämlich rein. Ja. So. Und vielleicht begrüßen wir ihn einfach schon mal. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie recht freundlich Steffen Hensler. Wie geht's? Was denn? Zwiebelpellen. Ach, ich darf jetzt wieder Zwiebeln schneiden. Ja, wir brauchen Zwiebeln. Wir hier brauchen drauf? Zwiebeln. Ich klopfe. Kannst du was machen. Was auch immer. Was gibt's denn heute? Ja, ich wollte eigentlich was anderes machen, aber es hieß wieder Rapelfleisch. Deswegen machen wir beim letzten Mal hast du Fisch gemacht, ne? Hab ich nicht. Wir haben einen Burger gemacht mit Fleisch und hätten fast Fisch reingepackt. Aber da hast du dich ein bisschen, hast du gesagt, nee, will ich nicht, mach ich nicht und so. Deswegen machen wir heute so einen Schnitzeltest. Wir testen mal drei verschiedene Panaden und dann essen wir das und sagen, welche die beste ist. Die hast du selber gemacht aber? Nö, Gott bewahre. Wie, du hast die Panaden nicht selber gemacht? Nee, das geht ja darum. Wir machen einmal mit Schnitzel mit Panaden, die man nicht selber gemacht hat, dafür brauche ich dich doch nicht einzuladen. Ja, doch, wir panieren das jetzt ja selber. Bitte? Also, wenn du kochen könntest. Na klar kann ich kochen. Du kannst auch nicht kochen. Ja, Schnitzel mit gekauften Panaden kann ich natürlich kochen. Nein, das ist natürlich, wir machen sie schon, wir panieren es ja selber. Ach so, natürlich, dann ist es was anderes. Dann ist es was ganz anderes. Ja. Also normales Paniermehl, dann machen wir Toastbrot so ein bisschen gewolft, um zu gucken. Und Panko, das ist grobe Paniermehl. Ja. Um dann diesen Test zu machen, deine feine Zunge, was uns am besten schmeckt. Dafür musst du die Schnitzel aber noch ein bisschen plattieren. Okay, also das ist meine Aufgabe, ja? Das Schnitzel platt zu schlagen. Genau. Gut. Ne? Mit ein bisschen Hingabe auch. Und dann schön gleichmäßig, ja, ne? So. Warum macht man das eigentlich? Warum zerkloppt man die? Damit es mehr wird? Damit es breiter wird, der Schnitzel. Ja, kannst du mehr nehmen. Ja, damit aus 100 Gramm sehen dann aus wie 150. Ich kann es mehr Kohle nehmen. Ah. Nein, du hast Schnitzel, muss natürlich schön dünn sein, damit es einfach diesen Effekt hat. Sag mal, du hast das so viele Schnitzel, weißt du, paniert. Wenn das so ein dicker Fladen wäre, kannst du richtig durchbeißen. Ne? Ah, du hast Panade... so viele Restaurants, ne? Zwei, ja. Wer kocht denn da heute Abend? Der Tobias ist da. Ah, okay. Küchenchef, ja. Was soll ich? Also es kann sein, wenn ich zu dir ins Restaurant gehe, um von dir bekocht zu werden, kocht der Tobias? Ja gut, der kocht ja genauso gut wie ich, würde ich sagen. Ach so, okay. Ja. Dann schick den doch das nächste Mal vorbei. Du fahr doch erst mal ab. Die kannst auch schneiden, mach so da drauf. So, ich bin schon fertig, Elton. Was so, Salz und Pfeffer. Das Tolle ist, das Beste ist, was man machen kann, ist einfach nur Zwiebeln, Zwiebelschälen in die Pfanne legen und alle Leute, die reinkommen, sagen, oh, was ist das denn? Das ist Zwiebeln. Ja, was ist? Du hast einfach nur Zwiebeln in die Pfanne mit ein bisschen Butter und dann geht's. Du sollst reden. Was machst du da jetzt? Ich soll die doch klein machen, denke ich. Ach, machst du? Ach so, okay, das ist eine eigene Taktik. Alles klar, dann mach. Nee, hast du jemals in der Küche gearbeitet, Elton? Also schon kochst du ab und zu mal? So, was so, wo haben wir das Öl? Da haben wir's. Salz, Pfeffer auf die Schnitzel. Salz, Pfeffer, das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Haben wir schon drauf? Ja. Beide Seiten, ne? Ja. So, wenn deine Zwiebeln irgendwann fertig sind, haust du hier in die Pfanne. Sag mal, wie ist das Prinzip eigentlich in deiner Kochshow? Gibt's die eigentlich noch? Die Kochshow? Welche meinst du denn? Die live oder? Schlag den Hensler, oder wie heißt sie? Grill den Hensler. Ah, grill den Hensler, grill genau. Den Hensler, ja klar, dreh ich gerade. Und geht am 19. April wieder los. Wie geht das? Da kommt irgendwie ein Prominenter und kocht gegen dich um die Wette, oder was? Nee, die bringen ihre Rezepte mit. Also, Also der sagt, ich will das und das gegen ihn kochen, übt sein Rezept, wird dann von einem Sternekoch gecoacht. Ah, okay. Und dann kochen wir gegeneinander. Ich kenne das Rezept nicht. Und der Kalli ist dann alles auf, oder wie ist das? Ja, den Kalli ist das am Ende egal, was auf dem Teller ist. Ne? Wir denken auch immer dran, über essbare Teller für ihn. Ne? Der Kalli ist wirklich eine Sensation, aber der steht ja dazu. Ne? Ja, der ist ja, der sagt ja auch, da kommt nicht von der Drüse, da kommt vom Fressen. Ne? Das sagt er ja wirklich selber. Da ist er ganz offen damit. So. Der ist ja auch selbst in den Pausen, ne? Selbst wenn du in Pausen hinter die Kulissen gießt, hat er immer eine Frikadelle im Hals. Ne? Das ist unglaublich. Ist das so? Ja, der ist echt. Muss der man ist die von allen Seiten würzen eigentlich? Ja, klar, logisch. Die dünnen Dinger? Die dünnen Dinger, von beiden Seiten. Ja. Schön Salz, Pfeffer. Okay. Ne? So, drei Stück reichen ja, ne? Was machst du da gerade? Das ist jetzt das Toastbrot, was wir so ein bisschen fein mahlen. Weißt du, frisches Toastbrot ist ja der eine Test. Dann das normale Paniermehl. Und Panko ist dieses asiatische. Weißt du? Das ist so ein bisschen gröber. Ja. Wann hast du das letzte Mal zu Hause gekocht? Sag mal echt. Bitte? Hast du auch schon mal zu Hause gekocht? Kochen? Ja, du? Ja, klar, ich bin Koch. Ah, okay. Ja. Mein zweiter Vorname ist Koch. Sehr gut. Dann könnte ich dich ja auch mal einladen zu Grill, den Hensler. Da schmeißt man einfach alles rein, dann mixt das alles und kocht aus. Wo was? Gib's doch jetzt.
Du meinst dieses Jahr, das kannst du aber vergessen. Das ist aber für Anfänger, das ist nicht lecker. Oder so, jetzt panieren wir. Mehl, ne? Sag mal, muss das hier geschlagenes Ei. Was ist los? Wie viel Zwiebeln müssen wir da rein? Das reicht. Das kannst du Speck schneiden. Also Studenten. Hier auch noch mit Mehl, ja? Ja. Alle ins Mehl, ja? Alle ins Mehl. Du brauchst das Mehl, damit das Ei klebt. Rutschst du mal rüber? Ja. Was mache ich damit? Wo, der auch klein schneiden. Klein schneiden. So, warte jetzt. Das ist lecker, was kostet da? Ja. So. Warte. So. Das erste ist jetzt einfach nur mit Toast. Wichtig ist auch nicht zu fest andrücken. Ja. Das lassen wir hier mal liegen. Jetzt kommt das zweite. Das kenne ich zum Beispiel gar nicht, dass man das nur mit Toast, nur Toast. Nur Toast. Toast einfach mahlen. Also in so einer Küchenmaschine, so einem Mixer. Und das gilt als Panade. Ja, klar, logisch. Du kannst auch Cornflakes nehmen. Das Problem ist, dass es meist zu süß ist. Weil ein Cornflakes so viel Zucker, das verbrennt immer sauschnell. Ah, okay. Jetzt, das ist das stinknormale Paniermehl, was du überall kriegst. Auch also Brötchen, trockenes Brötchen geholt. Genau. Und jetzt, was machst du denn da? Zwiebeln. Der Speck, der ist. Kennst du das früher von diesen Lakritzschnecken? Die hat man abgezogen, in den Rachen runtergestopft und dann wieder rausgezogen. Warum hat man die wieder rausgezogen? Ist egal. Was ist denn hier los, glaube ich? Der Elton macht das gleich mit dem Schnitzel noch mal vor. Ja. So, jetzt haben wir hier das Grobe. Siehst du das? Guck mal. Bitte? Das ist jetzt das grobe Paniermehl. Das ist das Asiatische. Das, was ist daran anders als eine andere? Da ist, das kann man sagen. Das ist nicht Brötchen oder was? Nee, das ist so Weißbrot, was ganz grob nur geraspelt wird. Siehst du auch den Unterschied so ein bisschen? Ne? Das ist das frische Toast. Hier ist das platte Paniermehl und da das. Und jetzt Öl in die Pfanne. Und jetzt kommt Öl in die Pfanne und dann machen wir ein bisschen Werbung. Und gleich, wenn wir zurück sind, dann werden wir mehr. So. Mehr. Ja, ja, gut. Dann machen wir gleich den jetzt Test. Heiz. Gleich den Test, was besser schmeckt. Bleiben Sie dran, bis gleich. Zurück bei TV Total. Siehst du hier? Das ist wichtig beim Schnitzel. Ja. Immer dieses Schwenken, weil dann so fliert die Panade. Schön das heiße Fett oben drauf. Ne? Genau. Muss man aufpassen, wenn man das isst, dass man sich nicht die Zunge verbrennt. Ja, ne? Aus der Pfanne ist immer schwierig. Ne? Ist ja meistens heiß. So, pass auf, Achtung. Ja. Nee, nicht auf die Servierten. So. Ach so, ach, du legst das auf die. Ja, musst du einmal abfetten lassen. Ne? Okay. So. Ach, sieht aber gar nicht so schlecht aus. Aber ja, ich weiß immer so lieblos, wie wir das da eben in die Panade geknallt haben. Nein. So, jetzt pass auf. Jetzt noch mal was? Werde ich dir sagen. Das hier ist das mit Panko. Schneid du mal ein Stück ab. Ja. So, das ist der normale. Kann ich bei dir nächstes Mal eigentlich auch Sushi mit Bratkartoffeln bestellen? Für dich würde ich es machen. Ja. Hier ist das normale. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ist das schon gar oder ist das nur so fernsehgar? Beim Fernsehen hat man nicht so viel Zeit, da werden die manchmal die Dinger nur halb gar gekocht und man muss dann hier die Dinger essen und dann sagen, lecker. Lecker. Mir ist schon passiert. Was? So, zieh so Nelson Müller war das mit seinen Würstchen. Da sind die Würstchen nicht richtig gar geworden. Ne? War doch so, oder? Es war Nelson Müller. Da sind die Würstchen nicht richtig gar geworden, weil wir keine Zeit hatten. Das wundert mich nicht. Dann habe ich die da gegessen. Lecker. Was hatte ich jetzt? Was gerade? Du hattest normale Panade. Das, danke. Das ist jetzt Panko. Und jetzt, pass auf, jetzt bekommst du. Das hier, ne? Ich muss hier eben mal hin. Ist aber noch heiß. Noch was die Zunge stell mal an. Guck mal, das war auch lecker hier. Guck mal, das ist mit den Krossen, mit dem Groben. Probier das mal. Das Toast ist natürlich sehr fluffig, ne? Was war das hier? Panko? Ja, Panko war lecker. Panko ist fast geil, ne? Schmeckt kein Unterschied. Das wundert mich jetzt nicht. Doch, du hast mehr Zitrone, aber immer ist keine Zitrone drauf. Ja, klar. Du merkst, dass das der frische Toast wieder aufgefliert. Was war das hier? Toast hatte ich noch nicht. Das ist das normale. Das ist das normale? Okay. Guck mal, hier merkst du auch, wie locker das frische Toast ist. Sag jetzt einfach ja, mein ja, Gott. Ja, merke ich. Sag jetzt einfach, du spürst es schon beim Anfassen. Ich spüre schon beim Anfassen. Ja. Ganz lockeres Toast. Mhm. So, rein damit. Das ist sehr heiß, man muss einfach aufpassen, dass man ein bisschen zu tun. Ja. Na. Aber du merkst einfach, der frische Toast ist eigentlich am besten, weil er am leichtesten ist. Das hier? Aber du merkst, das Toast ist am leichtesten. Guck mal, so einfach kann gutes Kochen sein. Verstehst du? Mach's nicht so kompliziert. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ja. Ich mir auch nicht. Gib mir noch mal einen. Okay. Hier ist noch mal mit Panko. Das ist das Grobe. Ja. Mhm. Ja, okay. Beim Fühlen merkt man das tatsächlich. Aber hier finde ich auch noch mal. Das ist jetzt das Grobe. Ja, okay. Ne? Mhm. Aber ich finde das mit weißem Toast ist eigentlich also am besten. Das hier ist lecker gekocht. Ja. Das schmeckt gut. Da muss man immer ein klein bisschen dran schnüffeln vorher. Ne? Ja. Das schmeckt gut. Aber ich bin Ich bin beim Toast. Was? Alter, du bist so direkt, das gibt's doch gar nicht. Guck mal, was Toast.
Mein das Gott, leichte Locker, da das ist das Toast. Das ist das Toast. Kannst du gar nicht mehr auseinanderhalten hier. Ja, natürlich kann ich das. Hier ist das Toast. Ja. So. Das ist aber einfach, wenn du das Toast einfach Toast in den Mixer und fertig. Und das, ja, da ist halt nicht so trocken, ist ein bisschen frischer und dadurch zieht das natürlich das Fett ein bisschen mehr auf und so friert halt geil auf. Ist geil leicht. Das ist schön. Ja. Also ich würde sagen Toast. Ja, ja, ich auch. Das zieht das Fett irgendwie so. Das macht. Du kriegst keinen Sushi mit Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln waren zum Sattmachen, weil ich wusste, dass du mitmachst. Ah, okay. Ich, ne? finde, das schmeckt alles gut, aber das mit dem Toast ist tatsächlich keine schlechte Idee. Ist nicht schlecht, ne? Mhm. Was kannst du schnell zu Hause machen? Das ist allerdings so, ich habe immer, also während der Sendung kriege ich immer Hunger abends. Ja. Und dann schmeckt mir eigentlich alles, wenn ich Hunger habe. Ne? Okay, alles klar. Weißt du? Hunger ist der beste Koch, sagt man immer, ne? Nicht Hänsler. Nee, nicht. Ja. Ja, wer weiß. Was war das nochmal? Das war das, dir ist es doch egal, du ziehst es eh alles rein gerade. Ne? Das Normale nochmal haben. Hier, komm, kannst du eine kalte Kartoffel haben? Das war lecker, also, was ich gerade hatte. Was war das? Das war das mit Toast wiederum, glaube ich. Das ist das letzte Stück mit Toast gewesen. Ich kann ich gar nicht mehr unterscheiden. Das ja, dafür bin ich ja da. Guck mal, das ist das Normale. Siehst du das? Das hätte ich das erkennst du schon. Mmh. Du kriegst nicht mehr, Alter. Du kannst ein Speck hier aus der Pfanne nehmen. Hier, das ist deine Pfanne. Ja. Guck, hier. Da haben wir irgendwo eine Kelle. So. Hier. Und in was für einem Buch steht das jetzt? Oh, Entschuldigung. Danke, Schatz. Im gar kein Buch, war nur für dich. Das ist toll. Das ist nur für dich. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, und das nächste Mal machen wir wieder Schnitzel. Das ist total lecker. Und dann nur mit Toast, Elton, oder? Nur mit Toast, ja. Ja. Da brauchen wir was wolltest du mich fragen, weil ich auf Tour bin am 28. April? Ja. Hast du recht, Live-Tour. Mhm. Dresden geht's los. So, morgen bei uns. Das Mundlärmern. Wilson Gonzales Ochsenknecht und Schauspielerin Emilia Schüle. Jetzt kommt Two and a Half Man. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Vielen Dank, Steffen Hensler. Sehr lecker. Ja. Das mit Toast schmeckt mir am besten. Das mit Toast ist am besten, ja.